Hast du denn da gebaut? So Leute, da sind wir wieder. Frisch zurück, Server wieder da. War bloß ein Backup. So. Was machen wir jetzt? Mach grad Minecraft spielen. Weiter rödeln. Wie wär's mit Minecraft spielen? Ja, wir spielen Minecraft. Mal wieder. Als hätten wir es nicht schon die ganze Zeit getan. Ja. Dann kann ich mich wieder schön aufregen über Rezepte und so. So, ich brauche jetzt aber erstmal zweimal elektrischer Motor. Gut. Katzenfisch. Schön. Kupferplatten. Ich hab gesehen, wie auch schon. Oh Mann. Sag mal, kriegt man eigentlich. Ah. Ah ja. Ich hab nicht genug Saft. Stellt dir den Spawner bitte vom Portal weg. Okay. Der ist in der Zwischengelagert. Zwischengelagert. Ach ja, Epeko, wenn du ein bisschen Holz immer übrig hast, kannst du bei mir einfach in den Hopper ja. Über der Furnace reinknallen. Hab ich nicht, grad weil die letzten laufen gerade durch. Muss wieder Holz hacken gehen. Nein, ich war nämlich gerade 3 Stacks Holz holen. Oh, ich habe auch kein Holz übrig. Jetzt habe ich auch gesehen, dass Spawner platziert. Baby. Server wieder da? Ja, Server wieder da. Aufnahme läuft auch schon wieder. Och, die Armen. Ja, hey, du, ich habe meine Zuschauer voten lassen, ja, ob ich wirklich Sachen vorbereiten soll oder nicht. Ja, und dann hat es geheißen, nö, sie wollen wirklich alles sehen. Also? Das verdirbt mich. Ja, es ist auch. Ist verständlich. Kräfte und so weiter kann man verstehen, aber so jetzt. Ja, ah, willst du zeigen, wie viel Kurs ich da angucken? Du willst zeigen, wie die alles rein. So, dann ist mir Glück, dass ich auch auf den Server drauf komme. Aber ich sag mal so: Ich mach halbe Stunden Folgen draus, ja. Wer wohnt denn hier? Dann dürfen die Zuschauer diesmal ein bisschen länger schauen jeden Tag. User. Ja. So, es klappt wieder. Ja! Mami ruft, du musst ins Bett. User disconnected from your channel. Hatte ich nicht recht? Und bei Mutti. Soll ich noch, Magier, soll ich noch einen Wisp-Spawner holen? Geh mir diesen Wisps weg, ey. Genau, ich setze einen Wisp-Spawner neben Manus Haus. Aha. Wenn du das könntest. Wenn du es könntest, genau. Haha. Wozu war ich weiß, wo du wohnst? Der wohnt in der Spawn Protection. Ja und? Glaubst du, das interessiert die Gravity Gun? Ach, verflucht. Portal Gun. Ja, aber wie. Na, du Wichser. Ruhig dich, mach ich schon nicht. Du willst dich wirklich mit jemand anlegen, der mehr Macht hat als du? Vor allem würde ich niemals anfallen. Für niemand einfallen. Auf die Idee würde niemals kommen. Du spielst mit dem Feuer. Ja. Apropos, jetzt wo wir ja auch so viel Bildkraft wieder haben, können wir auch wieder so ein schönes Koppelgenerator so im Keller bauen. War doch auch so gut in der Beta. Wo dann sämtliche Leitungen geplatzt ist und Martin dann erstmal ein Disconnect gekriegt hatte. Stopp mal, ne Eis ist nicht mehr auf diesem Server. Ja. Oh.
Ich will Applied Energistics wieder haben. Verdammt. Ist das einfach nicht da? Doch, aber ich will's jetzt haben. Verdammt. Jo, ich... Ist oh, nice. Ich häng mich gleich auf, echt. Ja, wieso, wo ist denn das Problem, das Ding zu bauen? Hast du Materialien? Ein Solarpanel hinstellen? Ja! Und hast du es gesehen? Gib ihm. So. Dein Boilerchen. Ganz klein. Hat alles für Energie? Ja, weißt du, ich sag mal so, an der Energie hängt's grad gar nicht, ne? Wann hängt's denn dann? Eher materialtechnisch dann, ja. Ich, Herr Unsichtbarer, tu dir schon mal sämtliche Kisten öffnen. Ich bin gar nicht unsichtbar, ich bin Fledermaus. Hallo. Du bist unsichtbar und Fledermaus. Ah ne, da unten hat es sich versteckt. Was war noch? Oh. Ich könnte mir noch mal schon mal einen zweiten Eimer craften. Hat jemand Verwendung für Bucket of Force irgendwie, dass ich das irgendwo hinkippen kann? Du kannst einfach ein Loch buddeln, Force Bucket so rein und zack, dann kannst du es. Da hast du einen leeren Bucket, also habe ich halt auch mal. Ich habe auch 10 Eimer so nur dadurch gekriegt. Weil ich kann das überhaupt nicht gebrauchen jetzt. Ja, einfach ein Loch buddeln, hab ich grad gemacht. Reinkippen und weg. Ja, ich frag lieber, bevor es jemand sagt, oh nein, das hätte ich gebraucht. Hast du es noch? Nein. Oh nein, das hätte ich gebraucht. Ja, ja. Oh, dem hier. Hätte, wette, Fahrradkette. Copper? Hallo? Ah, okay. Ja, machen wir das halt nur kaputt hier. Pom. Ich hab noch eine Gun gefunden. Was? Eine Portalitier-Gun? Ja. Aber mich nervt's mit den ganzen. Na, verkaufst du? Echt? Ich hab auch noch eine. Keine Ahnung. Biet sie einem an. Schenkst sie einem. Ach ja, die thermale Zentrifuge ist ja überhaupt nicht übertrieben. Zweimal Mining Laser. Hey, wow, das hab ich hier. Klar. Zweimal Titanium Plate. 360k Helium Coolant Cell. Ja, ist klar, ne? Bitte was? Eine Red Garnet Linse. Alter. Kann die Mining Welt Nacht werden? Ja, es ist auch da Nacht. Allerdings wird es hier so von der Sonne nicht angezeigt. Gut, weil ich laufe gerade mit dem Spawner lang. Also, der Herr Greg, ja, der hat hier mal überhaupt nicht übertrieben mit den Rezepten, ja. Der übertreibt doch nie. Also, ich lasse mir ja viel gefallen, ja. Aber das, schaut euch mal das Mining Laser Rezept an. Da werden euch die Augen ausfallen. Das ist wirklich nicht mehr normal. Ach. Bisschen eine Herausforderung. Ja, das wird aber dann in der Reihe Erzverarbeitungskette noch fehlen. Ja. Oh. Dann ist das Spawner mir runtergefallen. Eigentlich ist die Fledermaus ganz schön schnell. Eigentlich schon. Wo brauche ich ja noch ein Jetpack? Oh, Washing. Ach, hey. Da fällt mir so ein verfluchtes Spawn nochmal runter. Mal, da haben wir noch Abbrüche.
Ey, mein Inventar sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa, echt. Ach, deins auch. Ich hab gerade eben schon wieder ein Dungeon ausgeräumt. Ja, nur dass ich jetzt gar keinen Platz mehr habe in meinem. Scheiße, echt. Und ich hab jetzt gleich vier Spawner auf dem Dach. Mit was bauschen du die ab? Was? Gravity Gun? Force Wrench zum Beispiel. Ach so, Gravity Gun. Gravity Gun? Portal Gun. Wollte gerade sagen, ey. Eine Gravity Gun, ja. Ha, es wäre wegen heftig gewesen jetzt. Ich habe eine Diamantpanzerung für ein Pferd gefunden. Braucht jetzt völlig jemand? Nein. Epic, und du möchtest auch sicher auf ein Pferd reiten, oder so, dir ein Pferd. Epico, was hast du? Wieso lachst du gerade? Nix. Wo geht's jetzt hier raus, verdammt? Ja. Hallo, Creeper. Tschüss. Hilfe. Meinte ich, soll jetzt einen Wirfspawner bei mir noch aufs Dach setzen? Eigentlich wollte ich ihn ja von Manus Haustür setzen. Ich werde dir helfen, du. Am besten unter der Haustür vergraben. Dann wird auch immer mal für seine Wirfs kommen. Wenn du willst, dass ich einen Wutanfall krieg. Oh je, ach scheiße, stimmt ja. Alter. Das Ding ist geil. Komm her, schlacht dich ab. War es nicht mal so, dass man damit auch Leute hochheben kann? Ah ja. War mal so, ne? Was zum... Was ist das denn für ein Maserato-Rezept? Ich will nur eine harmlose Fledermaus. Die harmlose Fledermaus stirbt gleich. Gegen Personenschaden immun ist. Wenn ich /kill deinen Namen eingebe, bist du schon nicht mehr immun. Oh, ach ja, war ja was. War ja was, gell? Soll ich dir ein Skelett zum Entschädigen schenken? Nein. Schade. Danke, aber nein, danke. Geh mal in die Twilight Forest. Mach das. Tob dich aus. Vielleicht finde ich da ja so einen Golem-Spawner. Tob dich aus. Ja, ich nehme so ein Reh mit. Bring mir einen Pinguin mit. So ein Möwenpick, weißt du? Ein Möwenpick. Sag mal, Epeko, hast du irgendwo schon eine Wüste gefunden? 10. Gut. Gut, dass du keine Wüste gefunden hast. Ach, kann man die Tiere aber nicht aus dem Twilight Forest rausnehmen? Doch, Safari, ne? Ja, aber nicht mit der Gravel, nicht mehr mit der Bottle Gun. Safari Net macht das gleiche. Du kannst es auch. Du kannst es auch fast totschlagen und in eine Flasche stecken. Wir hatten hier seinen hässlichen 9x9s gebaut. 9x9. Hey, habt ihr gewusst, dass in der Oberwelt ein Villager-Dorf ist? Nö. Ja. Nicht nur eins. Im Dschungel, ey. Die haben schon ein paar ausgeräumt. Ha, ich glaube, das räume ich jetzt aus, wenn es uns das zum Ausräumen gibt. Was haben wir denn hier? Hey, der Villager hat einen netten Hut, den will ich eigentlich auch, aber... Ich will den jetzt ungern abrasieren. Den Thorncraft-Villager töten. Wunderbar. Ja, das ist natürlich noch besser. Ja. Oh, die... Also das Dorf gefällt mir gar nicht. Da ist gar keine Schmiede, die ich ausräumen könnte.
Ah, doch, oh. Da hinten. Oh. Oh, die war versteckt. Oh. Ey, kann man so eine Hydra mit der Portalgun hochheben, dann vor ein Warnungshaus setzen? Nein. Schade. Ich werde dir helfen, du. Das wäre doch mal was. Oh Gott, ist das hier so ein riesiger Dungeon. Ja, aber ein schlechter Deal, was der mir hier anbietet. Hier komme ich wieder rein, wenn ich eine Quantum-Rüstung habe. Ha, wenn. Also nie. Genau. Ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der mit diesem Liquid UU verzweifelt. Liquid UU? Liquid UU Matter. Warum sollte ich da verzweifeln? Weil das total der Scheiß geil. Ist. Nee, der Liquid UU Matter ist richtig geil. Irgendwie ja nicht. Doch, damit kannst du Instant-Verarbeitung machen, aber kannst deine Automatisierung richtig verschnellen. Da ist ein Block. Ich hab einen Block gefunden. In Minecraft, Gratulation. Ach nee, die kann man ja gar nicht mit der Bärenfaust abbauen. Ich will ein Stück Sand haben, beziehungsweise eine Wüste will ich haben. Was sind das ja Minotauren, die gerade eben rauskommen? Weiß nicht, aber hey, ich habe Pferde gefunden. Könntest du einen Sattel aufsatteln hier? Oh, ein Villager-Dorf mit Farmcraft-Turm. Sehr schön. Verdammt, wo hier ist das Portal nach Hause? Ich finde den Ausgang nicht mehr. Vielleicht kommt jetzt mal die Anfrage nach dem Teleporten. Nein. Gibt nichts mit Teleporten. Ist ausverkauft. Portest du mich mal grad bitte schnell? Ist ausverkauft. Schade. Ich würde mich einfach in dieses 9x9 Twilight Forest niederlassen. Egal wem es gehört. Das hat schon einer gemacht, wenn ihr rauskam. Deswegen ist das Haus ja da. Ich weiß. So viel zum Thema Wegpunkt setzen. Huscht. Man sagt es am Anfang noch, ja. Ich habe sogar einen Videobeweis. Und die Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Yay. Ich hab das Portal gefunden. Schade. Mein Beileid. An uns. Das ist echt herrlich, mit der Musik, die ich im Hintergrund laufen habe, dann so schön über den Ozean hinweg zu gleiten. Also falls es lecken tut... Wollte gerade sagen, tut's mir fürchterlich leid, ich fliege gerade über einen langen, langen Ozean. Auf der Suche nach einer Wüste. Was ist denn in der Wüste? Ich will ein Kaktee finden. Ein Kaktee. Ah. Und ich will mir eine Waterpump Pipe machen. Dazu brauche ich aber Waterproof Pipes. Und dazu brauche ich einen scheiß Kaktus. Ich bin 10 Minuten weg. Jojo. Ich finde meine Diamanten nicht mehr. Griefer an die Macht. Die Diamanten haben voll gebracht. Na, würde ich sagen, hast mal voll gelitten, ne? Ah, ne, ich hab's hier. War gut, das sieht, ne? Nee, ich hab nicht gesehen.
Hat jemand Glas? Ja, bei mir irgendwo in der Kiste ist Glas. Und wir müssen auch ein bisschen was zu unseren Banini-Kisten. Also Epeko dann sieht, ist ja echt cool, ja. Aber wenn du mal weiter weg gehst, kommt nur Wasser. Ja, da solltest du vielleicht auf den Plan. Ich habe ja gesagt, haltet na, was ist Westen und Osten, glaube ich. Ja. Nee, Westen. Westen und Osten. Nee, Süden. So. Und mal rein, oder soll man hingehen? Ich flieg gerade Richtung Südosten. Ich bin schon. Ich habe keine Ahnung, wie weit. Du weißt. Ey, verdammte Scheiße, echt. Land in Sicht! Toll, ein Sumpf. Tolle Soße, echt. Tolle Soße, echt. Boah, da kommt eine Wüste. Wuhu. Nein. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Eine Wüste. Eine echte Wüste. Hier gibt's sogar Öl. Öl ist gut. Hey, Epeko, du hast schon gesagt, du brauchst Glas und Sand, ne? Dann geh doch einfach mal durch mein Portal in meiner Base. Also in dem Workshop. Ja, aber jetzt gerade kann ich gerade nicht. Ja, ich hab schon rausgenommen. Ich brauchte nicht viel Glas. Ich brauchte nur 6 Stück oder so. Achso. Hier ist ein richtig dicker Redwood-Baum. Ich glaube, ich fäll den mal. Lala. Hm.
Ha, schön ist das hier, echt. Kann man nicht anders sagen. Ich brauche Clay. Clay? Ich hab bei mir vorne. Also der Mining. Ich finde irgendwie nur Sand. Nur Sand? Twilight? Ich bin nicht im Twilight. Geht Twilight in den Flüssen, ich sehe noch. Okay. Ich finde keine Fledermaus, das ist schlimmer. Sonst war ich ohne Ende. Ich war schon im Twilight in den Höhlen, ich war jetzt hier in den Höhlen. Noch gar nicht. Anscheinend schon. Ich fange dir gleich eine ein. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir angefangen haben, ne? Damals, vor wenigen Stunden, haben wir alle nach Brot geschrien. Ja. Jetzt ist hier alles voller Weizen und keiner braucht mehr Brot. Witzig, gell? Wir cheaten doch, oder? Nein, ich habe bloß auf dem Weg irgendwie mal, ich glaube, 10 Kühe abgeschlachtet und jetzt habe ich genug Essen.